Salvete Spectatores und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Julian. Und wir kämpfen gerade gegen Decimus Porcius. Es sind sogar zwei Generäle, die Bruti, unsere ehemaligen Verbündeten, ins Feld geführt haben. Und er hat eine Einheit frühe Legionärskohorte dabei, das wird sauschwer. Und noch zwei Einheiten Felites Gladiatoren, das wird noch ein bisschen schwerer. Wir sind trotzdem etwas überlegen, das hat aber vor allen Dingen damit was zu tun, dass wir zahlenmäßig total überlegen sind. Ich muss aber unbedingt jetzt hier diese Stadt befreien, damit ich meinen Vormarsch auf Athen weiter forcieren kann. Das ist doch irgendwie ziemlich wichtig. Und hier machen wir jetzt mal ausnahmsweise keinen längeren Vortrag. Hastati, bitte. Das ist eine normale Legionärskotte. Okay, alles klar. Ich werde, sobald meine oder der Großteil meiner Armee nur noch aus normalen Legionärseinheiten besteht, werde ich auch noch meine Kampftaktik ein bisschen ändern. Ich habe euch ja schon mal was dazu gesagt, dass ich versuche, hier möglichst historisch korrekt zu kämpfen. Es hat vor allen Dingen was damit auf sich, dass ich, seit Marius von den Römern das Kohortensystem deutlicher ausgebaut und verstärkt eingesetzt wurde. Und das ist also eine ganz wichtige Reform, die das römische Kampfverhalten maßgeblich beeinflusst hat. Ich glaube, die Hopliten stellen wir hier auf die Außenseite, um mögliche Kavallerieangriffe abzuwehren. Wir haben keine Fernkampfeinheiten dabei, außer unseren Plänklern, aber gucken wir mal, wie wir hier zu Rande kommen werden. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Ja, dann warten wir mal einfach, bis sie da sind. Dann wird wahrscheinlich sich unser Bruti-Freund schon zurückziehen, oder? Okay. Die Kavallerie nehmen wir hier auf die Außenflanke. Einheiten marschiert! Einheiten! Einheiten! Die andere Kavallerie nehmen wir hier zum Schutz der Flanke. Okay, wir formieren einfach nochmal neu. Einheiten nach vorne! Einheiten, Einheiten wegdrehen, gruppieren! Legionäre! Einheiten nach vorne! Gut, und die Bogenschützen? Die stellen wir vorne dran, würde ich sagen. Und dann geben wir mal Gas. Und haut es schon ab. Aber das war irgendwie klar. Bin mal gespannt, wohin er sich zurückzieht. Knapper Sieg. Ja, ich würde auch sagen, also wenn wir da noch eine Einheit mehr verloren hätten, hätten wir es wahrscheinlich verloren. Na toll, so fängt es also an. Ja klar, er zieht sich bis nach Larissa zurück. Sensationell. Also wenn sensationell ein anderes Wort für ausgespuckt ist. Okay. Nimm die mal gerade mit hier rein. Mein Bestellsatz auf niedrig. So, dann holst du mir jetzt noch weitere Legionärskohorten dazu. Wir brauchen noch mehr Kohorten. Mehr Kohorten. Okay, Reichweite begrenzt. Weiter. Dann laufen wir hier hin. Jetzt haben wir hier General. Nur ein Onaga dabei. Ich wollte mit dem... hier habe ich vier, es sind zu viele. Flotte bereit. Euer Ehren? Ja, schick mir den nochmal da rein. Verlasse das Schiff. Spioniere. Neo Spiere. Flotte bereit. Blockieren wir hier den Hafen. Flotte bereit! Sind bereit! Sind bereit! Gut. Ja. Ach Gott, was haben wir so viel zu tun? Imperator? Das Doofe ist halt, dass wir hier. Dass uns mit den Onagern ein einziger Bewegungspunkt fehlt. Das wäre sonst sehr, sehr gut möglich gewesen, diese Stadt hier sofort anzugreifen. Also, mit dieser Stadt meine ich Athen. Weiß ich nicht. Brauchen wir noch einen zweiten Onaga? Ich glaube, einer langt eigentlich da unten. Flotte bereit!
Fahr mal hier runter. Momentan geht es nicht weiter. Hol mir noch ein Schiff. Oh, noch ein Schiff. Also durch die Eroberung der griechischen Städte da unten müssen wir halt einen Arsch voll Knete machen. Und sobald wir auch noch Sizilien kontrollieren, müsste sich das nochmal deutlich weiter erhöhen. Hier unten sind die Armeen soweit zusammengezogen. Ich denke... Das ist die Frage, wen nehmen wir jetzt hier als... wen verwenden wir, damit diese Armeen hier kontrolliert werden? Cornelius Obicus ist 42 Jahre alt. Sollten wir noch Gaius Antonius mit dazu nehmen? Ach komm, ja, warum nicht? So. Wenn wir da einen verlieren, dann ist es halt so. Wir müssen aber auf jeden Fall noch Einheiten rekrutieren. Genau, hier machen wir momentan die frühe Kohorte. Müssen wir noch eine Legionärskohorte. Müssen wir noch eine Legionärskohorte. Machen wir mal noch eine Legionärskohorte. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, pass auf, du gehst mal hier hin. Wir können nicht weiter. Befehle, Herr, weiter, marschieren. Ich muss gucken, was er macht. Wahrscheinlich würde er halt nächste Runde schon hier angreifen, aber... Flotte bereit! Ja. Euer Ehren. Aber das ist halt einfach, das ist zu viel. Ja, 4 Fullstacks-Armeen, die können wir noch nicht mal mit 2 Fullstacks momentan angreifen. Aber das ist einfach zu viel. Aber du holst dir die Söldner trotzdem, die Samniten. Können sie trotzdem gebrauchen. So müssen wir ansonsten mal 2 Runden halt nichts bauen, aber in Bewegung. Dann wird schon. Wir sitzen fest, Herr. Ja, shit. General! Stoßt vor! Wir können nicht weiter! Ja, Meister. Wir haben aber dummerweise wenige Brücken hier unten. Das wäre sonst noch eine interessante Sache. Wir können nicht weiter, Herr. Ja, hol mir eine normale Legionärskohorte. Eine frühe Legionärskohorte, meine ich. Entschuldigung. Genau, hier bauen wir nur eine Legionärskavallerie. Normale Kohorte. Huch. Was bist denn du für einer? Was? So viel? Oh, leck. Der wird ein Kopfgeld verlangen, aber um den kann ich mich momentan nicht kümmern. Vielleicht sparen wir einfach ein bisschen Geld und ich kaufe mir den Typen. Aber warum hat denn der so viele... Spioniere. Warum hatten der so viele Felites-Gladiatoren gebaut? Das ist so historisch total inkorrekt. Nein. Das sind ja nicht die Maßstäbe, mit denen ich hier messe. Ja, Meister. Unterwegs. Weiter geht es nicht. Ich muss meinen Agenten mal noch gerade ein bisschen verteilen. Dahin solltest du. In Bewegung. Okay. Sind bereit. Ja, bleib halt mal hier in der Nähe. General. General. Bau mir da unten noch ein Wachturm und dann kannst du dich wieder auf die Brücke zurückziehen. Ja. Okay. General. Und nächste Runde greifst du hier oben an. Ja. Warum sind eigentlich gerade meine Städte-Icons verschwunden? Das ist doch irgendwie doof. Aber ich glaube, ich habe hier soweit alles gebaut. Wir belagern. Herr! Ja! General! Und ich glaube, wir versuchen ihn einfach nur auszuhungern. Wir haben halt hier die Plänkeleinheiten und die Kavallerieeinheiten, um ihn da zu überfallen. Imperator! Und was machen wir? Wir ziehen uns tatsächlich mit der Armee hier wieder zurück. Bleiben wir einfach nur eine Runde auf dem Schiff. Schadet auf jeden Fall nichts. So, wir sind aber hier noch nicht ganz fertig. Die Frage ist, brauchen wir noch ein zweites Schiff hier unten? Ja, das sollten wir eigentlich haben. Ei, ei, Captain. Wir können jetzt nicht weiter. Ja, genau. Du kannst dich halt mal hier ein bisschen umgucken. Ja, Kapitän. Ich schippe halt mal vielleicht nächste Runde. Ja, Kapitän. Blockieren wir hier den Hafen, dass er da mit der Armee nicht so gut wegkommt. Ei, Captain. Hier müssen wir noch ein bisschen gucken. Ja. Flotte bereit. Okay, ansonsten sind hier unten alle Birnen Flotte geschält. Bereit. Und dann schauen wir mal. Wen habe ich vergessen? Dich. Okay.
Was geht ab? Warte mal, das sind Kavallerie mit den Philetes-Gladiatoren. Ah, okay, das sind die angeschlagenen Jungs, ne? Mhm. 33 Mann, das ist der Onaga-Fritze. Wie gut schaffen wir das? Also ich rechne schon damit, dass ich mit so einer Triarie-Einheit einen General aufreiben kann. Wie das mit den Philetes-Gladiatoren aussieht, das weiß ich nicht. Also wir probieren es mal. Die Schweine, die zähle ich mal definitiv nicht mit an der Stelle. Die sind ja so merkwürdig. Wartet auf Triarie! Einheiten gruppieren! Einheiten, Kavallerie! Ohne Befehl feuern! Es rächt sich jetzt, dass ich da vorhin Milizkavallerie-Einheiten verloren habe. Bewegung! Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Will ich das? Ups, da ist gerade meine andere Maus runtergefallen. Greif die mal an, mach das Autofeuer mal aus. Einheiten, schneller, Rumpe auflösen. Equites. Bereit. Bitte. Kavallerie. Triarie. Einheiten, schneller. Triarie. Beeilung. Komm, schneller, schneller, schneller. Hol die Equites raus. Hol die Equites raus. Kümmere dich mal um die. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Können diese brennenden Schweine überhaupt irgendeine Einheit platt machen? Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Ich meine, er war ja Aggressor, ne? Oder? Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Vielleicht treffen wir da sogar noch eine Einheit von ihm. Komm, noch ein kleines bisschen. Ich will mal einen Schuss auf den General haben. Moment, da ist jemand bei mir an der Tür. So, Leute, ich muss schnell machen. Mein Essen ist gerade gekommen. Ich habe mir heute ausnahmsweise mal was zu essen bestellt. Kavallerie, Hilfstruppen. Bleibt denn der Rest? Außer Atem. Naja, okay, gut. Ich meine, von der Moral geht's aber noch, weil wir kämpfen doch deutlich in Überzahl. Hier, schieß nochmal einen Brandpfeil. Ich will gerne den Chef jetzt mal treffen. Oh Mann, Alter, du bist echt. Das ist echt das Blöde bei den Onagern. Okay, schieß auf die. Mach den Plänklermodus aus. Weg.
Oh, geil, der hat sogar noch getroffen. Sensationell. Die Equity ist in die Flucht geschlagen. Was mir gar nicht gefällt. Das ist meine Generalseinheit, die komischerweise gar keine Sonderfunktion am Start hat. Oh, Kinder, ey. Okay, machen wir so. Komm mal hier raus. Und dann jagst du dir mal gerade in den Rücken. Dann gehst du da nochmal raus. Wow, wow, wow. Hey, warum ist er so schnell? Ach, das ist ein Hastati? Ich dachte, das wären Philites-Gladiatoren. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Komm, den kriegen wir noch. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ja, so eine verfluchte Mistkacke. Komm her. Oh, fuck, den kriegen wir nicht mehr. Ohne Feuer. Komm. Boah, verflucht, Alter. Das ist ätzend. Okay, das waren also Philites. Und ich habe gedacht, dass... das waren also Hastati und ich habe gedacht, das wären Philites-Gladiatoren. Das ist ja echt mal ätzend. Und jetzt hat er tatsächlich 2 Einheiten übrig behalten. Also wirklich, echt, ey. Verlust erlitten, Princaps 49. Jetzt sage ich schon wieder Philites, gegen Hastati. Ich muss mir das... Das kann nur... Das war ein Hastati, Alter. Okay, gut, ich meine, er war nur mit dem General drin, aber trotzdem. Das muss ich mir gerade nochmal unten angucken. Ja, jetzt hat er wieder 12. Herzlichen Glückwunsch, du Idiot. Ist das da? Oh, ich krieg Kotzen. Okay, Rekrutierungsbericht, den lassen wir mal. Baubericht gucke ich mir mal an. Wir sind sonst gar nicht angegriffen worden. Oh, Entschuldigung für das blöde Geräusch. Oder gehen wir auf niedrig? 1,5% Bevölkerungswachstum. Da bauen wir tatsächlich die Bäder. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir bauen tatsächlich die Bäder. Karalis ist schon auf niedrigem 1,5. Baut tatsächlich auch Bäder. Keine Bauern. Wow, der Megamarkt. Der Supermarkt quasi. Was bauen wir denn hier? Wir könnten. Also es ist natürlich. Weiß nicht. Sollen wir eine Bretto? Sollen wir das Ding bauen? Hippodrom ist natürlich auch cool. Mein Legionärskavallerie ist halt geil. Die Kavalleriehilfstruppen sind auch geil. Was ist denn das? Unterhaltung. Ah, okay, gut. Das Symbol habe ich so selten gesehen. Ja, da geht viel Kohle hin in die Unterhaltung. Dim. Aber ich will hier noch ein bisschen ausbauen. Warte, wenn ich so gehe, habe ich 2%. Ja. Ja, Lugdunum ist mit einer Armeekaserne, glaube ich, noch ganz gut dran. Wir bauen die Steinmauer noch. Ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich hier ein bisschen mit dem Städteausbau zurückgehe. Obwohl, wir haben gar nicht so viele Städte.
Also ich spekuliere, sehr gut. Ich spekuliere ja auch drauf, dass ich bei der Plünderung von Athen nochmal einen Haufen Kohle kriege. Hier gehen wir auch nochmal ein kleines bisschen mit dem Schleiersatz hoch. Zu viel Wachstum in Batavodurum ist bestimmt nicht gut. Hier bauen wir direkt auch nochmal den Tempel aus. Ja, das ist ein bisschen wenig. Bauen wir mal noch so eine Stadtwache. Wow. Krass. Okay. Dann lass sie mal da drin. Im Pergamon. Okay. Ja, wir sind jetzt bei 14.000 Kröten nur noch. Also sollten wir mal gucken, wie viel Einwohner hat Athen denn? 14.000. Ja, da kommt ein bisschen was bei rum. Imperator. Thermon würde sich noch anbieten. Also er spielt hier, ich habe ja fast den Eindruck, der spielt hier irgendwie die Felites Gladiatoren-Only-Sache, ja. Sonst sieht es nicht so aus, als würde er da irgendwelche anderen Einheiten bauen. Ist ja der Wahnsinn. Ortschaft wächst. Vicus Goti. Da oben, tatsächlich. Hat es noch hingehauen. Der Tod geht um. Okay, dann machen wir mal weg hier. Und dann griechische Logik. Die Theorien von Plato und Aristoteles sind zu einem neuen Gedankensystem zusammengeschlossen worden, das sich Logik nennt. Eine Philosophie, die sich mit dem Prinzip der Argumentation bei Debatten befasst. Als Werkzeug des rationalen Denkens ermöglicht es die Logik den Philosophen, ihre Ideen mit neuer und revolutionärer Gründlichkeit zu diskutieren und zu erproben. Ja, also würde ich jetzt mal sagen, das System der Logik, also es kommt vom griechischen Wort Logos, deswegen spreche ich das jetzt, also betone ich das jetzt anders, als man im Deutschen würde man es ja Logik nennen, was im Deutschen ja auch logisch heißt, also ich glaube, der korrekte griechische Ausdruck dafür ist allerdings die Logik. Wie gesagt, kommt von dem Wort Logos. Naja, jetzt werden die Tore offen. Aber wir belagern mal gerade noch ein bisschen. Zu Dienst. Genau. Ja. Du läufst ein bisschen weiter und guckst mal einfach, ob da oben noch was kommt. Aber da scheint nicht viel unterwegs zu sein. Vielleicht könnte von Dimidi aus noch was kommen. Flotte bereit! Schaffen wir es, Kirta zu erobern? Ich meine, wenn wir Pech haben, ist er da ein bisschen zu schnell für uns. Was mir gar nicht so recht wäre. Ja. Flotte bereit! Dann mach's mal so. Geh mal hier hin. Schwupp. Zu Dienst. Schwupp. Schleiche an Bord. Suche nach Spion. Schwupp. Euer Ehren, verstecke mich auf dem Schiff. Spioniere sie aus. Ja, Kapitän. Okay, die Agenten brauchen wir. Aussteigen! Ist ein. Euer Ehren, verlasse die Truppen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte ja eigentlich mal, wenn ich mal ein Let's Play zu den griechischen Poleis mache, also den griechischen Stadtstaaten, wie es ja hier heißt, oder den griechischen Städten, ich glaube, es heißt sogar nur griechische Städte, dann könnte ich mal so ein bisschen was noch zur Philosophie sagen, das würde sich da, glaube ich, sogar ganz gut anbieten. General! Ja, Frage ist jetzt für mich nur, Tingis, ja, könnten wir jetzt 15.000 Einwohner, das ist viel. Das ist viel. Und jetzt gerade sind die Tore auf. Herr! Also mit der Flotte bereit! Weil jetzt ist die Sache natürlich die. Er hat da oben viele Armeen. Ich denke, es ist interessanter, hier rüber zu laufen, eine Brückenschlacht zu suchen. Versuchen, zwei von seinen großen Armeen aufzureiben. Und also Dimidi ist ganz uninteressant für mich, aber natürlich hier Nordafrika, da sind noch fruchtbare Gegenden, da kann man noch was holen. Dann machen wir es doch folgendermaßen. General, Imperator, nimm doch mal noch so ein paar Legionäre mit. General, ein bisschen Auxilia. Ein bisschen was an Bogenschützen. Imperator, General. So, da fehlt jetzt noch eine Einheit drin. Dann nehmen wir. Sollen wir tatsächlich noch eine rausnehmen? Nö, würde ich sagen, machen wir gar nicht. Ja, sind bereit, Herr! Vorwärts! Wir sitzen fest! Sind bereit! Ich würde sagen, wir schippern mal ein bisschen hier vor.
und gucken mal, wie weit sich die Jungs hier fortbewegen. Ansonsten versuchen wir schnell schon mal eine Brücke einzunehmen. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Was haben wir noch hier? Ereignisse einer Seite. Placus Julius kriegt einen Chirurgen. Rundenbericht. Boah, 61.000 Kröten. Leute, ist da teuer, gegen die eigenen Männer zu kämpfen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Sind bereit. Ganz schnelle Angelegenheit. Tingis, machen wir das jetzt mal gerade. Greifen wir die Siedlung an. Jawohl. Wenn wir da ein paar Verluste haben, ist nicht so schlimm. Aber ich will mir die Stadt mal zuerst holen. Die ist strategisch wichtig. Dann müssen wir nicht immer... dann müssen wir nicht mehr so viele Truppen im Schiff darüber schicken. Und dann haben wir noch einen weiteren Standort, wo wir Einheiten fortbilden können. Außerdem kriegen wir noch Spione frei, die wir dringend zur Erkundung des anderen Terrains brauchen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, hier wirklich vom Tor aus anzugreifen. Aber zeig mir das dann nochmal bitte, wie das auf der anderen Seite aussieht. Das sieht eigentlich sogar besser aus. Aber haben wir hier irgendwo einen Eckpunkt von... der ist gar nicht so schlecht. Okay, wir greifen von zwei Seiten aus an. Nee, Moment mal. Oder sollen wir doch direkt den Weg durchs Tor nehmen? Zeigen wir mal den Platz hier. Boah, Alter, ist das eine Riesenmetropole. Sieht geil aus. Das ist wahrscheinlich Wasser. Oder soll es Marmor sein? Ich glaube, es soll Wasser darstellen. Das sieht natürlich geil aus. Hier ist der große Platz, den wir über die Straße hier gut erreichen können. Und da führt der Weg auf jeden Fall hier entlang. Okay, gut. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann schlitzen wir das Teil doch hier hin. Weil ich würde ja dann gerne natürlich die Tore und die Türme auf der Seite einnehmen, ja. So, meine Kohorten stellen wir hier auf. Die Auxilia dahinter. Die Bogenschützen noch dahinter. Die Söldnil, die stellen wir mal hier auf. So, wie historisch korrekt können wir jetzt hier kämpfen? Also Hilfstruppen definitiv nicht vor Legionären. Plänkeltruppen müssten eigentlich korrekterweise nach vorne. Hilfstruppen. Einheiten vorstoßen. Okay, also Söldner sind bei den Römern zu den Zeiten definitiv nicht verheizt worden. Kavallerie ist nicht wichtig bei der Stadtbelagerung. Tja. Gerade noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das jetzt am cleversten umsetzen sollte. Ja, pass auf die Steinschleuderer. Ich stelle mir immer nur da drüben hin. Sonst holen wir uns da das Tor zuerst. Also hat ja funktioniert, da steht ja schon eine Einheit. Ist nicht wahr. Schaut mal, wie viel Bogenschützen der mir mit einer Salve weggeknattert hat. Okay. Na, ja, jetzt hätte ich auch keine lockere Formation mehr gebraucht. Naja, egal. Eigentlich habe ich die Bogenschützen ja auch nur dabei. Eigentlich habe ich die Bogenschützen nur mitgenommen. Damit ich die Truppen nachher vom Marktplatz runterlocken kann. Aber okay. Marschieren! Legionärstruppen!
Ja, lauf mal. Stürm mal den Turm. Ah, der schießt jetzt mit Brandpfeilen da drauf. Ist natürlich ein Ding. Ah, jetzt flüchtet er schon. Ist ja nice. Hab ich bei denen überhaupt das Autofeuer an? Ne, das machen wir mal gerade. Oder ne, das machen wir mal aus. Das brauchen wir gar nicht. Bei den Göttern. Ein Schritt auf dem Weg zum Sieg ist getan. Die Türme sind an den Mauern. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Bringt euch mal in Position. Also ihr hört mal auf zu schießen. Zieht er sich schon zurück? Sieht so aus. Ja, die waren ja dann doch schneller da als ihre Kollegen. Oder warte mal, am besten läufst du sogar hier hin. Das ist eine Gießerei. Das ist ein Rüstungsbau, okay. Also hier müssen wir hin. Gut. Die sind noch nicht mal im Turm, ist das geil. Okay, jetzt. Sehr schön. Dann gehen die Legionäre mal darunter. Ja, bitte etwas schneller. Ja, ohne Schlachtenzeitlimit sind Belagerungen dann einfach doch besser. Ich erinnere mich da auch noch mit Schrecken an Shogun. Also das war jetzt noch nicht aus dem Let's Play, aber als ich doch mal durch diverse Probleme mit dem Zeitlimit diverse Seeschlachten verloren habe. Mach mal hier die lockere Formation aus. Ja, immerhin, ansonsten haben wir bei den anderen doch eine ganze Menge Bogenschützen behalten. Den General brauchen wir noch. Okay, was steht denn hier jetzt? Princeps. Zwei Einheiten, gut. Zum Glück habe ich mir das Tor geholt. Nein, 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 nein. Stopp. Ja, ja, ich weiß, ich sehe es gerade. Komm, hol die anderen Türme. Und nochmal ein paar Einheiten verloren. Sehr schön. Ich verliere gerne meine Truppen. Wisst ihr vielleicht noch nicht, aber ich verliere gerne meine Truppen. Nein, das ist natürlich totaler Unfug, den ich ja gerade erzähle. Ich ärgere mich immer für jede Einheit, die ich verliere und über jede Einheit, die ich verliere. Ich habe das Autofeuer ausgemacht, ne? Ja, okay, gut. So, die Auxilia bitte hierhin. So. Das machen wir alles wieder weg. Und falls ihr da Frauenstimmen im Hintergrund hört, das ist meine Freundin, die gerade im Wohnzimmer am Telefon kreischt, wie sie das immer macht. Sie hat nur zwei Lautstärken, wenn sie telefoniert: kreischen und noch lauter kreischen. Obwohl, nein, kreischen und doch kreischen und noch lauter kreischen. Okay, stellen wir mal ein paar Legionäre dahin.
Holen noch eine Auxilia mit rein. Ja, ihr könnt doch bestimmt... Ihr passt doch bestimmt da rein. Wollte ich doch gerade sagen. Und euch stelle ich schon mal in den Bewachen-Modus. Euch mache ich schon mal den Plänkler-Modus aus. Bogenschützen! 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 Legionärskohorte! Na komm, das geht doch, oder? Einheiten! Einheiten! Gruppieren! Bogenschützen, Hilfstruppen! Ihr dürft automatisch feuern. Bogenschützen! Oh wow, die können von da hinten schießen. Das nenne ich wirklich mal Langstreckenfernangriff. Komm, gib dir mal Brandpfeil. So, und jetzt aber bitte. Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Na komm, Kinder. Ganz Rom wird über diesen... Okay, 132. Dummheitsverlust auf jeden Fall bei den... Was? Bei den Bogenschützenhilfstruppen, hä? Achso, Verluste zugefügt. Nein, Moment, ich bin in der falschen Spalte. Okay, bei den Hilfstruppen, bei der frühen Legionärskarte. Okay, gut. Dann werden wir jetzt noch schnell die Bevölkerung ausradieren und dann mache ich an der Stelle gerade Schluss. Eine Sekunde noch. So, Bevölkerung ausradieren und dann mache ich Schluss mit dem Part an der Stelle. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Pax vobiscum, valete.